Huhu, ihr Lieben da draußen, huhuhu. Hier ist die Andrea aus Andalusien von andreawirk.com. Heute mit einem Unboxing von dem The Fountain Tarot. Und da, ja, genau, wenn du Bock hast, mit mir das jetzt hier auszuboxen, es ist schon ein älteres Deck, dann bist du herzlich eingeladen. Ich werde das so machen, ich mache immer Zeitmarkierungen und ich fange dann an, eine kleine Geschichte zu erzählen, wie ich zu dem Deck gekommen bin. Dann gucken wir uns die Box an, dann gucken wir uns das Büchlein an, was da drin ist, dann gucken wir uns das Deck an, dann mache ich einen kleinen Kartendurchlauf, damit man jede Karte sieht und dann gibt es auch noch ein Reading als kleinen Bonus. Ja, und auch um zu probieren, logischerweise, wie man mit den Karten spielt, ne? Wie man da so lesen kann. Genau, so, dann fangen wir mal mit meiner Einleitung an. Also das ist jetzt eins von den paar Decks, die ich ja jetzt bestellt hatte über Weihnachten. Ich habe hier auch ein paar Pakete schon liegen, wo Decks rausgehen, weil ich ja immer versuche, das auszugleichen. Gerade jetzt auch, wo ich im Wohnmobil bin, darf es nicht zu viel werden. Ich habe ja nicht so viel Platz. So, dieses Deck hat mich immer mal wieder gerufen. Immer mal wieder hatte ich es im Warenkorb, dann habe ich es wieder rausgenommen. Das ist, wie gesagt, schon älter, das Fountain Tarot. Und hallo, liebe Fliege. Ja, und irgendwie war das dann aber auch immer so teuer. Also was heißt teuer? Hochpreisig. Es lag immer zwischen 30 und 40, manchmal auch über 40 Euro. Also die Preise schwanken oft sehr mit den Decks. Ja, und dann hat es jetzt aber irgendwie gerufen. Ich hatte mich mit einer Freundin darüber unterhalten, die Karten auch legt und sammelt und so weiter. Ich glaube, das war das, dass ich mich mit ihr drüber... Genau, weil sie hatte das jetzt auch wieder ausgegraben und dann habe ich gedacht, so jetzt gucke ich mal und da war es, glaube ich, unter 30 Euro, was echt wenig ist für dieses Deck. Und dann habe ich es gekauft und habe mir das zu Weihnachten geschenkt sozusagen. Genau. Und es hat dann auch gerufen, muss ich sagen. Es hat auch gerufen. Ich war mir nie sicher, ob ich das will oder nicht. Und jetzt ist es da. Und wir gucken mal, ob ich damit jetzt klarkomme. Weil es ist tatsächlich so, ich habe ja viele Decks. Ich habe ja viele Decks mehr gekauft. Aber viele gehen auch wieder, weil ich merke, es ist schön, eine Zeit lang mit denen zu spielen. Aber irgendwann merke ich, nee, jetzt ist es nicht. Das ist nicht mehr das, was ich ewig haben möchte und dann geht es auch wieder. Also ich habe auch viele Decks, die bleiben, aber ich habe auch viele, die wieder gehen. Aber ich könnte mir vorstellen, dass das eins von den Decks ist, die bleiben. Wir werden sehen. So, fangen wir an. Also erstmal packen wir das jetzt aus. Ich hatte hier schon ein bisschen aufgemacht, damit das ein bisschen einfacher ist, das hier abzuziehen. Und gucken uns das mal an. Wie gesagt, das ist das The Fountain Tarot. Das ist die Box, also alles so ein bisschen in Grau. Ich glaube, das ist von einem Mann erstellt, ich bin mir aber nicht sicher. Das Ganze ist von Roost Books, das habe ich noch nie in meinem Leben gehört. Fountain Tarot wurde 2017 aufgelegt. Awaken the Questions, lass die Fragen erwachen, du bist die Antwort. Wow, das finde ich mal eine geile Rückseite hier. Ganz ehrlich, weil sonst steht hier immer mega viel. Und hier steht einfach nur Awaken the question, you are the answer. Mit einem Unendlichkeitszeichen. Aber hier steht nicht, von wem es ist. Okay, das werden wir dann wahrscheinlich im Innen erfahren. Okay, also das ist die Box. Ja, hatte ich ja gerade schon gezeigt, vorne, hinten, rückwärts. Es ist eine kleine Magnetbox, ja, die man so aufmacht. Hier steht noch, you are the voice and the breath of universe. Du bist die Stimme und der Atem des Universums. Wow, das ist so schön. Also ich mag es ja minimalistisch und so einfach nur Sprüche zu machen, ohne dass man... ohne dass man jetzt da ewig viel Text hat. Also wir haben hier, die Box ist so, dass man hier dann so ein Rauszieht-Ding hat, aber es funktioniert nicht so ganz. Die Box ist ein bisschen klein. Dann haben wir hier noch irgendwas drin, ein F für Fountain wahrscheinlich. Und also es ist hier so ein bisschen holographisch, meine ich, wäre es. Ach so, dann geht das so. Ah, okay.
Interessant. Also es hat vor allen Dingen, glaube ich, auch Tarotgröße. Ich dachte, das wäre größer als ein anderes Deck. Ja, das ist die Box. Sehr fest. Man kann es super drin aufbewahren, wenn man die Karten dann auch rauskriegt. Eben habe ich sie nicht rausgekriegt, aber manchmal, wenn es kalt ist und so, dann zieht sich alles zusammen, dann ist es schwieriger. Steht hier jetzt mal, von wem das ist. We hope the Fontaine Tarot brings you. Ah, Jonathan Seiss ist derjenige, der die Karten erstellt hat. Jason Kroll ist der das hier geschrieben hat. Und der Designer ist Andy Tadoro. Das ist wahrscheinlich der das hier alles so designt hat. Genau. Und Roos Books ist der Publisher. Okay. Dann machen wir jetzt aber erst das Buch. Das kleine schwarze Büchlein. Ja, ein kleines schwarzes Büchlein. Hier haben wir auch nochmal stehen, was ich gerade gesagt habe. Also der Jonathan Seiss und der Jason Kroll, das sind eigentlich so die Autoren, würde ich mal sagen. 2017 ist es aufgelegt worden von Roost Books RB. Und hier haben wir eine Notiz, also ein Hinweis von den Kreatoren. Das sind hier die Unterschriften. Also es sind, glaube ich, nur Männer. Es ist ein männliches Deck. Das sieht man auch an den Karten. Dann haben wir hier eine Inhaltsangabe, eine Aufführung, was alles so in dem Buch ist. Wie man das ganze Tag, die tägliche Praxis mit dem Deck. Dann gibt es noch eine Extrakarte, das ist die Fontaine-Karte. Die wird hier auch erklärt. Dann haben wir, geht es gleich in die Major, in die großen Arkana. Da wird wohl auch die. Hier steht The Fool's Journey, die Reise des Narren. Vielleicht wird das auch erzählt, aber das glaube ich nicht. Dann haben wir die kleinen Arkana, dann haben wir Pips. Ach so, die Erklärung der kleinen Arkanas und dann kommen die Pips und die Court Cards, also die Zahlen und die Hofkarten. Dann haben wir hier die erklärt, die. Nee, warte mal, das wird hier alles nur erstmal erklärt. Sorry, Leute. Alles wird erstmal nur erklärt. So, dann haben wir hier. Kartenlegungen, ein paar Kartenlegungen scheinbar und wie man das Ganze liest und interpretiert. So, und jetzt kommen die Bedeutungen. Jetzt haben wir hier die Bedeutungen, die Major Arcanas, die großen, die kleinen, die sind aufgeführt in Stäbe und in die einzelnen Farben. Und dann haben wir noch eine kleine Beschreibung des Allgemeinen vom Tarot und so weiter und das Übliche. So, und hier oben, das ist einfach nur die Erklärung. Hier wird wahrscheinlich die Reise des Narrens erzählt. Hier wird über die kleinen Arkane erzählt. Genau, das habe ich jetzt noch nicht am Anfang geschnallt. Die Fontaine-Karte, die gibt es extra. Da muss ich näher noch mal reingucken. Und hier haben wir die großen Arkane. Achso, hier wird erklärt, das Physische geht vom Magier bis zum Wagen. Das Spirituelle geht von der Gerechtigkeit bis zur, wie heißt es denn, Mäßigkeit und das Ätherische geht vom Teufel bis zur Welt. Das ist irgendwie aufgeteilt, aber das weiß ich, also das ist wie im genau. Jetzt wollte ich mal gucken, ob es, ja, Justice ist nämlich hier die 8. Genau, es hat mich nämlich gerade ein bisschen gewundert. Und die Fontaine Tarot repräsentiert, die Vereinigung, die Vereinigung und die Erinnerung an das Göttliche. Das ist dann nochmal diese Extrakarte. Genau. Dann haben wir hier die Miners. Aber ich glaube, hier gibt es keine Veränderung, so wie ich das sehe. Dann haben wir die Pips. Das ist ein Pip-Deck, aber eigentlich nicht wirklich. Also Pip-Deck ist eigentlich, wenn keine Geschichten erzählt werden, aber ich glaube, es sind trotzdem Menschen drauf. Und er hat hier nochmal so, hier sind nochmal die Zahlen erläutert, was die bedeuten, die einzelnen Zahlen und die einzelnen Farben. Also es ist auch gut erklärt, auch für Anfänger, glaube ich. Und dann haben wir hier eine Legung oder zwei Legungen, vielleicht auch mit Erklärungen, genau. So. Dann fangen wir an mit den Karten. Wir haben für jede Karte eine Seite, aber ohne Bild. Man hat hier ein Hauptkeyword, würde ich sagen. Man hat eine Beschreibung der Karte. Dann hat man hier die Bedeutung in aufrechter und umgekehrter Form. Und zwar die Bedeutung ist,
jeweils hier mit Stichworten. Das ist ein Fließtext und so haben wir das mit allem, auch mit den kleinen Arcana. Ja. Ah, das kann ich nicht leiden, wenn hier... Ah nee, ich dachte, hier werden die Hofkarten extra und dann die... Nee, war aber nicht so. Leute, wenn ich ein bisschen durcheinander rede, wir hatten gestern hier so einen Sturm. Mein Gehirn ist ein bisschen neben der Kappe, mehr als sonst. Genau, so. Ach, ich habe gar nicht gesagt, wie viele Seiten das Ding hat. Das hat 105 Seiten. Genau, das ist das Buch. Klein und handlich, passt auch in... Habe ich das jetzt überhaupt so gezeigt, dass man es sehen kann? Das war jetzt weiter oben, glaube ich. Naja, egal. Bei mir ist alles ein bisschen anders. So, jetzt fangen wir mit den Karten an. Wo haben wir denn jetzt hier mein Messer? Die werden jetzt aufgeschlitzt, Leute. Die Karten sind eingeschweißt, wie immer. Und sie haben eine Versilberung. Und ich glaube, die ist auch ein bisschen holographisch. Ich bin mir jetzt aber nicht sicher. Nee, es ist nur eine Versilberung. Es ist eine Versilberung. Also, der Rand ist versilbert. Das ist die Rückseite. Die kann man umgekehrt lesen. Ja. Riecht pappig. Finde ich gut. Oh, ich habe sie, glaube ich, verkehrt rum. Ah, nee. Da ist oben die Schrift. So. Das ist die Eingangskarte. Die hatte ich ja gerade schon angeguckt. Cardstock ist, ich würde sagen, relativ flexibel. Mitteldick, was aber gut ist. So fette Karten kann ich eh nicht leiden. Aber es ist schon eine, also und fest. Also es hat eine gute Qualität. Ist leicht matt, hat eine matte Oberfläche. Fühlt sich pappig an. Ich weiß gar nicht, ob man das dann so aus... Nee, ja, es sind eher pappige Karten. Ich habe gedacht, die wären glossy. Aber es kann... Ja, deswegen habe ich mir das nämlich auch nie gekauft, weil das nämlich dachte, das wären glossy. Aber nee, eine ganz matte, pappige... Hört man ja hier. Ne? Ist eher pappig. Lässt sich dann also eher schwieriger mischen. Die pappigen lassen sich immer eher schwieriger mischen. Wer noch Informationen zum Fontaine Tarot haben will, übrigens hier, das ist die Webseite. fontainetarot.com. Ja, Kartengröße. Ich glaube, das hat normale Tarotkartengröße, aber wir machen hier nochmal einen Use Games Test. Ja, normale Tarotkartengröße. Und der Aufbau ist so, man hat... Oh Mann, wir fangen hier mit den Stäben, mit den kleinen Arcana an. Okay. Und hinten haben wir dann die großen. Also man hat hier eigentlich hier unten immer die Beschriftung, bei den kleinen Arcana zumindest. Da steht dann Ass der Stäbe, Zwei der Stäbe und so weiter. Wie ist das bei den Hofkarten? Haben wir jetzt gerade keine? Doch, auch so. Und bei den großen ist es nämlich, glaube ich, oben. Das finde ich verwirrend. Und was auch ist, was mir gerade auffällt, man hat hier unten noch das Copyright, aber sehr, sehr klein. Es fällt fast gar nicht auf, aber es gibt Menschen, die das nicht mögen. Deswegen habe ich gedacht, ich erwähne es. Genau. So. Ich hatte das jetzt alles sehr weit unten. Vielleicht sieht man nicht so viel. Naja. Okay, wir fangen an mit den Stäben. Das ist das Ass. Die Zwei. Ich hoffe, man sieht was. Wir haben heute einen bewölkten Tag. Die Drei. Meine Lieblingskarte im Tarot. Da habe ich jetzt aber ein Thema mit, weil ich gar nicht weiß, wie ich die deuten würde. Die Vier. Fünf. Okay, die Sechs. Die ist ja auch interessant. 7, 8 ist ja cool. Das erinnert mich so ein bisschen, die Karte erinnert mich so ein bisschen ans Ananda-Tarot. Das habe ich aber auch schon wieder abgegeben. Die 9, auch interessant.
die Zehen. Dann haben wir den Parschen. Sehr energetisch. Den Ritter. Die Königin. Und der König. Dann haben wir die Schwerter. Wow, das ist ja geil, das Ass der Schwerter. Die zwei. Drei. Das ist ja cool mit dem Vogel da auf dem vierten und Schwert. Vier oder auf dem ersten. Fünf. Wow, die sechs. Sieben. Die acht. Neun. Zehn. Bube. Das ist auch cool. Ritter, die Königin, der König. Finde ich spannend, dass die hier alle diese vielen Farbvarianten haben, aber sehr strukturiert. Sehr interessant. So, dann haben wir das Ass der Kelche. Also das, die, Ass, die Kelche, meine ich, kommen jetzt. Die zwei. Drei. Vier. Fünf. Sechs. Wow. Sieben. Acht. Neun. Singing Bowls. Und die Zehn. Das ist ja auch interessant. Wow, die sind ja voll cool, die Karten. Der Page. Der Ritter. Wow, die Königin. Die ist ja toll. Die Königin. Das ist ja geil, der König. Wow. Ja. Wow, ich kann mich gar nicht an die... Ich hab ja öfter mal Flip-Throughs von den Karten gesehen und ich kann mich gar nicht mehr daran erinnern, dass die so cool sind. Vielleicht fällt das aber auch in der Kamera nicht so auf, aber die sind sehr, sehr, sehr geil. Sehr energetisch. Ass der Münze. Also jetzt kommen wir zu den Münzen. Wow, die zwei. Drei. Vier, das ist spannend. Fünf. Die ist, das ist die einzigste sehr klassische Karte, wenn ihr mich fragt. Bis jetzt, was ich mich erinnere. Die sechs. Wow, die ist auch toll. Sieben.
8. Das ist interessant, weil die normalerweise Bewegung ist. Ja, kommt ja auch raus, die Bewegung, wenn er das hier wegnimmt. Das ist ja dann eher wie der Turm, oder was? 9. Ach so, das ist ja gar nicht die Stäbe. Ach, ich habe gedacht, das wäre die Stäbe. Ja, dann passt 8 der Münzen. Jetzt habe ich aber einen Blackout gehabt, weil das aussieht wie Stäbe. Eieiei. 9. Die 10. Dann haben wir hier den Buben. Wow. Den Ritter. Die Königin. Spannend. In dem, was ein ganz anderes Deck ist, aber das habe ich ja letzte Woche vorgestellt, in dem Pasta-Tarot ist die Königin auch dunkelhäutig. Das ist spannend. Und der König. So, dann kommen wir jetzt zu den großen Arkana. Da haben wir den Narren. Wow, das ist eine Dynamik. Den Magier. Die Hohepriesterin, die finde ich hier ein bisschen strange. Also mit der kann ich, glaube ich, nicht konnektieren. die Herrscherin. Der Herrscher. Der Hierophant. Die ist auch interessant, die Karte. Dann haben wir die Liebenden. Ganz schlecht zu erkennen. In ihrer magischen Kugel sozusagen. Der Chariot, der ist geil. Der Wagen. Dann haben wir die Gerechtigkeit als Nummer 8. Der Eremit. Wow. Das Schicksalsrad, das ist ein bisschen durcheinander, finde ich. Dann haben wir hier die Kraftkarte als Nummer 11. Wow. Oh, sorry, Leute. Der Gehängte, der die Erleuchtung hat. Ups, pardon. Das ist der Tod. Okay. Die Temperance. Der Teufel. Puh. Der Turm. Der Stern. Wow, das ist geil mit dem Wasser hier. Ach, guck mal, da sieht man sogar auch noch den Hund und den Wolf. Das sieht man ganz undeutlich. Ist mir noch nie aufgefallen. Die Sonne. Schaukelt die oder was? Das schaukelt, ist auch cool. Auch wieder ein Kind, aber wenigstens schaukelt's. Dann haben wir hier Judgment, interessant. Und die Welt. Und dann haben wir hier noch The Fountain. Wow, das sind sehr interessante Karten, sehr energetisch. Und ich finde nicht, dass es ein Pip-Deck ist. Pip-Decks sind ja normalerweise Decks, wo man nur bei den Zahlen... wo man also keine Geschichten sieht, aber ich finde, man hat hier schon einiges. Das wäre zum Beispiel pippig, ja. Aber das ist überhaupt nicht pippig und das auch nicht wirklich. Also
Da waren einige Karten dabei, die sehr interessant sind, wo ich dann echt überlegen muss oder reinfühlen darf. Aber das ist echt, hätte ich nicht gedacht, dass das so schön ist. Und ich hatte auch gedacht, das wäre laminiert. Das ist ein schönes, pappiges Deck, was mir ja gefällt. Andere mögen es mehr laminiert, weil sie dann besser mischen können. Und da kann man bestimmt super geniale energetische Legungen machen, aber auch, also, das geht tief, das Deck, glaube ich. Wow. Die Acht der Stäbe, wow. Krass, dass ich die Acht der Stäbe hier mit den aber das ist auch verwirrend, weil wenn man 8 sieht und hier die Stäbe, aber hier sind ja auch noch die Münzen. Wow, es hat eine unheimlich schöne Energie und ich finde es auch schön, dass man hier so diese, ja, dass die mit den Farben auch gespielt wird, ja. Hier mit diesen dunklen Farben, wenn es aber bei der 2 der Kelche, aber hier geht es vielleicht auch um die Tiefe, aber hier haben wir ja auch das Universum. Ja, interessant. Also ich glaube, das bleibt. Vor allen Dingen ist es gar nicht so groß. Ich habe immer gedacht, das wäre so riesig. Ja, ich bin auf alle Fälle zufrieden, Leute. Wir machen jetzt noch eine Legung, aber erstmal mische ich. Ich muss das. Jetzt habe ich das bewegt und jetzt ist der auf den Ausknopf gekommen. Also das Ding, wo das dranhängt. Aber jetzt habe ich es wieder angemacht. Okay, sehr komisch. Naja, so, wir mischen jetzt mal und gucken, wie das geht. Also, die lassen sich so ganz gut mischen. Schluppen auch runter, sind noch ein bisschen steif. Es ist immer so am Anfang. Also, Riffle Shuffling, so wie man das auf Englisch nennt, aber ich weiß nicht, wie das auf Deutsch heißt. Ich sitze wieder ein bisschen blöd. Ich mache das am liebsten, wenn die Karten weiter unten von mir sind, dann kann ich das besser mischen. Der Tisch hier in dem Wohnmobil ist recht hoch. Ja. Aber ich glaube, man kann die so ganz gut mischen. Also wirklich, sind flexibel, trotzdem fest. Ja, und eine noch, weil es macht Spaß, die zu mischen. Ups, jetzt nicht mehr. Ja, okay. Wie mischen sie sich so? So lassen sie sich eigentlich auch ganz gut mischen. Ja. Da will schon eine raus. Machen wir doch... Nee. Ich frage erstmal die Frage. So, jetzt machen wir ein Reading. Und wir machen jetzt das Reading so. Wir fragen einfach mal dieses wundervolle Fontaine Tarot. Ja, was es denn zu wissen gibt. Was möchte uns denn die Quelle sagen? Fontaine heißt ja Quelle. Oder heißt das eher Brunnen? Brunnen heißt, glaube ich, Fontaine. Wenn ich dran denke, schreibe ich es hier rein, was es heißt. Aber vielleicht vergesse ich es auch, ich weiß es nicht. Okay, dann fragen wir jetzt die Karten mal. Also, die fühlen sich gut an, wenn man die mischt. Ja, könnt jetzt stundenlang so weitermischen. Okay, machen wir mal Stopp, legen wir jetzt mal die Karten. Und gucken mal, wie man sie interpretiert. Vielleicht gucke ich auch mal ins Buch und dann erzähle ich euch, was im Buch noch los ist. Was dürfen wir jetzt wissen, lieber Brunnen, liebes Brunnen-Tarot, was dürfen wir jetzt wissen, was dürfen wir jetzt wissen, was dürfen... Ich glaube, man sieht alles, oder? Ich glaube schon. Die 5 der Schwerter, da will ich auf alle Fälle ins Buch gucken. Es scheint hier so, dass sich jemand wehrt, also hier geht es noch nicht mal um oder angreift. Jemand angreift, ja. Okay. Wir haben die Königin der Schwerter in der Vergangenheit, das ist das Jetzt. Wir haben den Magier in unserem Feld. Wow, das Ass der Stäbe haben wir hier unten etwas versteckt.
als Herausforderung die Zehn der Kelche. Oh, hier geht es scheinbar darum, aus den Konflikten rauszugehen. Die Fünf der Kelche ist der Weg, ja. Oh, ich habe das hier schon kaputt gemacht. Oder was? Krass. Sind anscheinend nicht so haltbar, die Karten. Und wir haben die Drei der Stäbe als Ergebnis. Da will ich auch gucken. Das ist nämlich meine Lieblingskarte im Tarot. Also, und links und rechts eingerahmt. Wow, die Vier der Stäbe und die Zwei der Schwerter. So, Leute, ich gucke jetzt mal ins Buch und dann erzähle ich euch auch noch, wie die Texte so sind. Aber ich mache das jetzt nicht live. Wow, das ist sehr geil. Also das Buch ist, das beschreibt hier immer die Karte, wo man schon was rausholen kann und hat hier auch schon mit diesem Keyword, kann man auch schon sehr viel anfangen mit dem Hauptkeyword, aber man kann schon einiges aus dem Buch rausholen, vor allen Dingen, weil das es beschreibt und das brauchte ich unbedingt auch hier. So, also die Sache ist jetzt die, Babes. Also ich habe das Gefühl, diese Legung sagt uns bezüglich einer Situation, die wir jetzt natürlich reingegeben haben, beziehungsweise unseres Lebens, wer weiß, dass wir glauben, wir haben gesiegt, dass wir in einer Siegerposition sind, ja, dass wir gekämpft haben und wir haben gesiegt und wir haben den Überblick über unser Leben und über alles, was hier halt, ne? Aber die Schwerter sind ja eben auch der Verstand und hier geht es um den Verstand. Und die Königin der Schwerter, die lese ich jetzt ein bisschen negativ in der Vergangenheit, da geht es darum, jetzt habe ich es vergessen, da war nämlich vorhin hier ein Keyword, das hat mich da wusste ich dann, um was es geht, jetzt habe ich es aber vergessen. Mann, ja, dass wir vielleicht zu sehr rational an das Leben gehen. Also in der Vergangenheit sind wir vielleicht zu rational an das Leben gegangen. Und haben deswegen auf der rationalen Ebene, auf der Verstandesebene gekämpft und glauben auf der Verstandesebene jetzt, oh, wir stehen gut da, wir haben alles in der Hand. Aber es ist nicht so. Das sagt mir die Fünf der Kelche. Und es geht hier in der Legung im Prinzip darum, also wir sind auch nicht wirklich im Gleichgewicht und wir müssen aber ins Gleichgewicht kommen, weil das ist hier eine Ungleichgewichtskarte. Ne? Hier geht es um Sieg und gewinnen und verlieren. Und in der jetzigen Zeit geht es nicht mehr darum, zu gewinnen oder zu verlieren, sondern es geht um Gemeinschaft, ja, in der neuen Zeitlinie. Und hier geht es so ein bisschen darum, aus dieser Verstandesebene, rationalen Ebene in der Situation, die du jetzt reingegeben hast, rauszugehen und aus diesem Modus der Be- und Verurteilung, aus diesem Modus des Kampfes, des Gewinnen und Verlieren und des, wie nennt sich denn das noch, der Competition, wie heißt das jetzt wieder auf Deutsch, fällt mir vielleicht nachher noch ein. Und wir vielleicht ist es aber auch ein innerer Kampf, ja, dass man innerlich kämpft und immer wieder seinen Verstand anschaltet und nicht das lebt, was hier eigentlich brennt. Hier brennt etwas. Und da wir hier auch Kelche haben, nämlich die Zehn der Kelche in der Herausforderung, glaube ich, hier geht es darum, auch ein bisschen auf das Herz zu hören. Also es brennt was in uns. Wir sind aber dermaßen auf der rationalen Verstandesebene, dass wir dieses Brennen gar nicht spüren, beziehungsweise, dass wir es vielleicht spüren, aber es vielleicht eben auch mit dieser Karte unterdrücken. Ja, ne? Kann natürlich auch sein, dass das Ganze unterdrückt wird. Also entweder wird unser Brennen unterdrückt mit dem Verstand oder das Brennen kann nicht raus, weil wir eben zu sehr im Verstand sind und auf der Verstandesebene im Außen agieren und eben mit in dieser Dualität gewinnen, verlieren, Be- und Verurteilung, weiß der Geier, was es noch alles gibt. Und da kann das, was eigentlich brennen möchte, was raus möchte, gar nicht, es hat gar keine Chance. Es wird unterdrückt, ja, im Moment. Und wir haben aber in unserem Feld gerade den Magier und der Magier ist einer, der eben das leben möchte, was an Fähigkeiten da ist und was eben auch von uns mitgegeben wurden, auf der Seelenebene, auf der universellen Ebene, was uns mitgegeben wurde. Also unsere Bestimmung soll eigentlich gelebt werden. Das haben wir im Feld, aber wir unterdrücken das und es brennt, es drückt raus,
Und das tut dann natürlich auf der emotionalen Ebene ein Stück weit weh, weil man glaubt, man verliert etwas, weil der Verstand ist etwas, die Rationalität ist etwas, was einem natürlich auch eine Struktur gibt, wo man dran festhalten kann, wo man weiß, okay, ja, das, sobald was ins Fließen kommt, sobald was passiert, was man nicht weiß, wo es hingeht, stürzt ja alles zusammen. Und das ist im Moment so. Der Weg ist eigentlich, dass du das zusammenstürzen lässt, was in dieser Situation zu sehr vom Kopf her festgehalten wurde, damit es fließen kann. Damit es fließen kann. Weil es möchte fließen. Und das ist die Herausforderung mit der 10 der Kelche, dass du das Leben, dass das Leben fließt. Und wenn das Leben fließt, dann bist du im Göttlichen. Das sieht sehr göttlich aus hier, finde ich. Ich habe die gar nicht nachgeguckt, die 10 der Kelche. Gucken wir gerade mal. Loving Balance. Ja, dann kommst du in die Balance der Liebe, in die Liebesbalance. Dann kommst du in die Liebe. Und damit hast du noch ein Thema. Ein bisschen, wenn ich das jetzt sehr krass ausdrücke, sieht es so aus, die alte Welt und die neue Welt. Die neue Welt klopft an, die alte Welt will immer noch festhalten. Und wir sind ja jetzt im Jahr 23, wo es wirklich nochmal diese Reibungspunkte gibt, dass man die Erkenntnis hat, ich darf etwas in meinem Leben ändern, weil das, was ich jetzt lebe, das hat keine Substanz mehr. Das ist zu sehr vom Kopf her auch regiert, von Strukturen regiert, ja. Und das darf hier freigegeben werden. Das ist ein schmerzvoller Prozess vielleicht, aber das darf freigegeben werden, weil die Herausforderung ist wirklich zu fließen, in die Liebe zu gehen, in diese neue Zeitlinie. Aber der Raum ist da, das zu tun mit dem Magier. Und links und rechts, der Rahmen sagt mir, ja, jetzt ist die Zeit, hier die 4 der Wände, die 4 der Stäbe zu feiern, gemeinschaftlich das Leben zu spielen und zu feiern in einer Gemeinschaft. Ob es jetzt eine Paargemeinschaft ist oder eine größere Gemeinschaft, spielt keine Rolle. Raus aus dieser Enge des Verstandes. Und dann kann man nämlich auch, kommt man nämlich auch in die Balance und kann alles, was einen hier hinten mit den Wellen vielleicht aufrüttelt, auch managen. Und das geht im Moment ja gar nicht, weil man in diesem Kampfmodus ist, der sehr vom Verstand gesteuert ist, ja. Und deswegen sind wir jetzt auch gerade in einer Situation oder generell nicht in der Balance, ja, weil wir immer wieder in diese Dualitätsmodus kommen, links oder rechts, also verlieren oder siegen, weiß ich nicht was noch alles, ne. Aber es geht nicht ums Gewinnen und Verlieren. Es geht darum, gemeinschaftlich zu leben und auf Augenhöhe zu leben. Und das ist diese Karte. Und die 3 der Stäbe ist hier sehr geil, weil dieser Mensch, der zieht etwas zu sich, lässt aber gleichzeitig auch was frei. Also hier geht es darum, damit man was erreichen kann, dass man immer wieder was zu sich zieht, immer mal wieder bei sich ist und dann aber immer auch wieder die Dinge freilässt. Also das sieht jetzt ein bisschen aus wie ein Tauziehen, ist es aber nicht. Es ist wichtig, dass man das, also so würde ich das jetzt definieren, vielleicht ist es jetzt im Buch ein bisschen anders beschrieben, aber so kam mir jetzt der Impuls. Es ist wichtig, im Innen zu gucken und dann aber auch im Außen die Dinge freizugeben, damit mit was in Bewegung kommen kann. Vielleicht auch im Innen was freizugeben, logischerweise, hier mit der 5 der Kelche. Und dann, ja, wenn du das nämlich gemacht hast, dann kannst du ernten, dann kommen die Dinge auf dich zu. Aber es ist wichtig, das Innen und das Außen, ich muss noch mal gucken. Das ist eine schwierige Karte, die 3 der Stäbe, finde ich hier zu lesen. Wir standen hier. Ja, hier geht's auf alle Fälle um den inneren und den äußeren Aspekt. Und wenn du in dir drin bereit bist, und deswegen ist es auch wichtig, immer auch was nach innen zu ziehen und damit zu arbeiten, ne? Das macht er ja letztendlich. Und wenn du innen bereit bist, und die Geduld hast und den Fokus hast,
den du dann natürlich nach außen bringst, dann kommen die Dinge auf dich zu und kannst sie ernten und kannst damit spielen. Und das ist dann letztendlich das Ergebnis. Also du deswegen ist es ganz wichtig, dass du dass wir das hier durchleben, damit wir dann in diese innere Balance kommen und auch in dieses es ist, hat nicht nur was mit Geduld zu tun, sondern auch was mit wie heißt das gleich? Ach, mir fehlen heute die Worte. Ach, ein wichtiges Wort, wenn ich dran denke, dann schreibe ich es auch nochmal hier irgendwo hin. Nicht Gleichgewicht, na, Gleichgewicht ist auch wichtig, sondern ich komme nicht aufs Wort, Leute. Dabei ist das ein Wort, was ich so oft verwende. Auch in die Annahme zu gehen ist auch wichtig. Ja, die Dinge so anzunehmen, wie sie sind und dann eben trotzdem fokussiert sein und gucken, was passiert. Das ist dann das Ergebnis, da kannst du hinkommen. Können wir hinkommen? Ich mag ja immer gern wir sagen, wenn ich diese Legung mache bei dem Unboxing. Also hier ist noch ein dickes Ding, also hier ist gerade so, also wir sind ja jetzt gerade auch in einer Zeit, wo von den Planeten her, aber die Legung wird wahrscheinlich erst danach, das wird wahrscheinlich erst danach online gestellt. Ja. Wir haben ja jetzt am 22. Januar, um den 22. Januar von den Planeten her Konstellationen, wo heftige neue Geschichten passieren können, die schon immer so in letzter Zeit in unserem Feld war, was gelebt werden möchte zum Beispiel, ja, was Pioniergeschichten sind und was neue Sachen sind, die gar nicht das sind, was man normalerweise macht, ja, egal in welchem Feld und wo eben die Gemeinschaft auch wichtig ist, weil nämlich um den 22. Januar rum, also es ist jetzt, fängt am 18. an und geht bis zum, ich weiß nicht wann mehr auswendig, da sind dann alle Planeten wieder direktläufig. Das passiert selten, dass alle Planeten direktläufig sind. Dann haben wir noch einen Neumond und wir haben, was war noch? Ich weiß es gar nicht mehr. Ich glaube, der Jupiter, der im Widder ist. Genau. Und das ist eine ganz kraftvolle Energie. Eine Energie, wo wirklich was ganz Neues gestartet werden kann. Und hier ist wirklich, das sieht man hier auch an den Karten, so ein bisschen das Alte und das Neue. Das Alte und das Alte macht nochmal Krach, bevor das Neue überhaupt kommen kann, so ungefähr. So fühlt sich das hier an. Und das wird gut werden, weil dann sind wir bei uns. Ja, und wir können, dadurch, dass wir bei uns sind, in unserem Sein, wenn wir das hier durchlaufen haben und annehmen, dass wir in den Flow gehen und unsere Talente leben, dann kommt alles auf uns zu, was uns gut tut und was auch nicht nur uns gut tut, sondern der Gemeinschaft gut tut und dem Universum, ja. Wow, und wir kommen in die Balance, wow. Und hier, die Karte ist auch sehr schön mit der Gemeinschaft. Okay, vielleicht habe ich jetzt ein bisschen durcheinander gelabert, aber ich bin heute, mein Gehirn ist nicht so an heute. Eine unheimlich schöne Legung, sehr schöne Karten, sehr energetisch, wow. Vielleicht kannst du ja was rausnehmen, auch wenn ich jetzt etwas durcheinander gelabert habe. Ja, und wenn mir das Wort hier noch einfällt, ich komme nicht auf das Wort, glaubst du es? Ja, ihr Lieben, das ist also dieses sehr interessante und auch wunderschöne Fountain Tarot. Ich glaube, ich nehme die als oberste Karte. Du darfst mir gerne. Hier brennt was. Ich glaube, mein. Oh, ich muss mal gucken. Ich habe meine Heizung an. Also, du darfst mir gerne einen Kommentar hinterlassen zu dem Deck. Vielleicht hast du es ja auch und magst was erzählen und vielleicht auch was zu dem Reading sagen. Vielleicht würdest du es ja anders interpretieren. Du darfst mir gerne ein Like geben, wenn es dir gefallen hat, das Video, und wenn du noch eine Frage hast zu diesem Deck
oder zu anderen Decks, die ich vorgestellt habe, oder wenn du gerne wissen willst, wie man Karten am besten lesen kann, wenn du da noch unsicher bist, wenn du da noch Anfänger bist oder wie auch immer und da eine Unterstützung brauchst, dann helfe ich dir auch gerne. Wenn du eine private Lesung haben möchtest, das mache ich auch gerne, alles natürlich gegen Wertschätzung, dann darfst du mich gerne anschreiben. Genau, andreawirk.com ist meine Webseite, da ist meine Telefonnummer, da findest du meine ganzen Messenger-Apps, WhatsApp, Telegram, Signal und Streamer und du darfst mich über eine von diesen anschreiben. Ich danke dir fürs Mitmachen und ich wünsche dir alles Liebe. Wow, wir sind in einem Umbruch, wir sind so in einem Umbruch, Leute, das wird so geil. Es wird so anders und so geil, kann ich nur sagen. Tschüss.